Ich habe mich das selbst nicht ernst genommen. Ich habe auch das ganze Umfeld nicht ernst genommen. Ich habe nicht verstanden, warum man so geschäftstüchtig tun muss zur Profitmaximierung. Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle 2 Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher. Mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zur 25. Folge von Hansa Rauschen, mitten in Zeiten der Quarantäne. Vom Leben nur mit sich selbst allein und vom Leben mit lauter anderen erzählt auch ein großer, zugreifender, wunderschöner Roman, der genau in diesen Wochen im Zschollnay Verlag erschienen ist. Es handelt sich um Birgit Birnbachers »Ich an meiner Seite«, ein Buch, das vom frisch entlassenen Häftling Arthur und seiner Welt erzählt. Einer Welt, die nun wirklich außerhalb des gutbürgerlichen Fokus liegt, von dem sonst so viel Literatur erzählt. Ist Arthur ein Opfer? Ist er ein Täter? Wer ist man überhaupt? Und weiter, wie kommt eine Autorin eigentlich an solche Geschichten heran? Wie nähert sie sich ihnen? Darüber hat die 1985 geborene Birgit Birnbacher mit ihrer Lektorin Bettina Wörlgötter gesprochen. Als eine Art Making-of des Romans, das zugleich noch viel mehr ist, nämlich eine Unterhaltung darüber, wie man das überhaupt macht, sich der sozialen Realität und den Menschen nähern. Und das können wir alle gut brauchen gerade, glaube ich. Wege zu und Empathie für andere Menschen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Birgit. Wir sitzen hier bei dir in der Wohnung, wir haben gerade gefrühstückt. Ich freue mich sehr, dass wir das da bei dir zu Hause machen können, dass wir uns jetzt hier ein bisschen über deinen Roman unterhalten werden. Sehr gern. Hallo Bettina. An meiner Seite, der neue Roman. Du hast letztes Jahr den Bachmann-Preis gewonnen und vor 4 Jahren ist dein Debütroman Wir ohne Wahl im Jung und Jung Verlag erschienen. Genau. Und jetzt eben das neue Buch bei Zschollnay, was uns wirklich sehr freut. Mich auch. Ich möchte jetzt als erstes eigentlich, also wir wollen uns natürlich ein bisschen über deinen Roman unterhalten und über das, wie das Buch zu dem geworden ist, was es jetzt ist. Ich habe gedacht, ich frage dich aber mal als erstes, was eigentlich deine allererste Arbeit war, dein allererster Job, den du auch so als Arbeit betrachten würdest. Mein allererster Job, du meinst wo du für dich selber sagst, das war jetzt wirklich meine erste Arbeit. Meine erste, das ist eine spannende Frage. Du meinst keine literarische Arbeit, du meinst irgendeine. Eine lebenspraktische. Eine, wo du das erste Mal das Gefühl hattest, jetzt arbeite ich sozusagen. Also nicht Schule oder. Ich finde es spannend, dass du mich das fragst, weil ich bin ja, wie ich ja auch das schon öffentlich einmal gesagt habe, relativ früh von der Schule gegangen und bin dann in eine Lehre eingetreten, weil ich habe irgendwas tun müssen und das war eigentlich ganz schrecklich und ich habe, also das Hauptproblem war jetzt wohl im Nachhinein, ich konnte das überhaupt nicht ernst nehmen auch. Eigentlich war das eine ganz akzeptable Lehre auch. Was hast du denn für eine Lehre gemacht? Ich habe den Beruf Augenoptikerin erlernt. Und ich habe mir das ganz schön vorgestellt, auch in der Werkstatt und mit Glasschleifen und Holzfeilen. Und ja, die Realität hat halt dann schon auch ein wenig anders ausgesehen. Dazu kamen auch ein paar andere Aspekte, die ich alle schon literarisch verarbeitet habe in meinem Text Schwarzach St. Veit, der auch eine ganz starke Abrechnung ist mit dieser Lehre auch und mit dieser Zeit. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe mich da selbst nicht ernst genommen in dieser Tätigkeit. In dieser Arbeit. In dieser Arbeit und ich habe auch das ganze Umfeld nicht ernst genommen. Ich habe nicht verstanden, warum man so geschäftstüchtig tun muss, zur Profitmaximierung. Mich hat das eigentlich immer befremdet. Und eingebettet war das Ganze ja auch in dieses kleinbürgerliche Milieu auch, aus dem ich ja stamme. Und mich hat das sehr erdrückt und sehr befremdet. Nur damals habe ich nicht das so empfunden, als würde es mich befremden, sondern ich habe mich einfach fehl am Platz. Falsch gefühlt. Und bin dann eben
Meine Lehre war beendet an einem 14. Februar 2004 und ich bin dann genau... Also du hast die Lehre fertig gemacht tatsächlich. Ja. Aha, du bist Augenoptikerin. Nein, ich sage das nicht, dass ich das bin natürlich. Also normalerweise spreche ich auch nie darüber, weil ich das nicht mag. Ich mag das nicht zu meiner Identität dazu zählen. Also nicht diesen Beruf, die Zeit schon. Aber ich mag nicht sagen, ich bin, weil ich das eben nicht bin. Ich habe das immer abgelehnt. Und es ist dann wirklich so gekommen, dass ich genau an diesem Tag, wo eben auch diese Lehrzeit beendet war, auch dann im Flugzeug gesessen bin, eben nach Addis Abeba und dort so einen Freiwilligenaufenthalt gemacht habe, einige Monate. Und da hatte ich dann tatsächlich das Gefühl, also es war tatsächlich so, dass Addis dann meine erste Heimat geworden ist, außerhalb der meiner Herkunft. Und die erste große Stadt eigentlich, in der ich mich zurechtgefunden habe und mich dann erst einmal orientiert habe. Da war ich 18. Da habe ich dann das Gefühl gehabt, das war so eine, wie das ganz viele machen, im Zuge eines Freiwilligendienstes, so eine Arbeit in einem Waisenhaus. Damals habe ich das auch alles schon sehr kritisch eigentlich betrachtet. Also ich war nie so jemand, der jetzt dahin fährt und glaubt, seine Hilfe wird dann so gebraucht oder ich kann da jetzt so einen ganz wichtigen Einsatz dort machen. Das habe ich, die Illusion habe ich überhaupt nie gehabt. Aber ich habe das Gefühl dort gehabt, diese Art von Tätigkeit, diese Art von Arbeit, also das Zusammenarbeiten mit diesen Adoptiveltern, diese Gespräche, die Arbeit mit den Kindern, für die ich eigentlich nicht so begabt bin, aber ich habe halt viel, meine Tätigkeit war in einem Säuglingsraum, da braucht man diese Kompetenzen noch nicht so sehr, die man sonst mit Kindern braucht und damals habe ich die nicht gehabt. Das war, da habe ich dann schon gespürt, das ist so eine Richtung, das ist für mich wirkliche Arbeit, also Arbeit, die ich auch anerkenne als Arbeit. Und insofern war das eigentlich dann so dieser Grundstein für meine späteren Tätigkeiten. Ich habe dann das ganze Leben nie wieder was anderes gemacht, außer Sozialarbeit und Literatur. Also das war dann schon der Anfang. Sozusagen beides auch darin ein bisschen begründet ist, sozusagen sehr spannend, sehr spannend. Und also ich finde, du hast jetzt was Wichtiges gesagt, nämlich, dass du das nicht als sozusagen ein Teil deiner Identität betrachtest, diese Beruf oder diese Berufsbezeichnung, weil also eben Arbeit wird ja schon sehr als identitätsstiftend so gesellschaftlich betrachtet. Also das hast du ja nicht gemeint, sondern so, aber es ist irgendwie so, Arbeit geriert auch Identität. Ja, selbstverständlich. Und ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft, wo es sehr wichtig ist, dass man in der Lage ist, eine Art tabellarischen Lebenslauf auch zu verfassen, das ist bei mir auch ganz schnell unmöglich geworden, weil ich müsste immer dazwischen schreiben, parallel. Also ab da eigentlich habe ich immer so viel gleichzeitig gemacht, dass ich das nie konnte, einen tabellarischen Lebenslauf verfassen. Es hat immer unmöglich ausgeschaut, weil ich immer so viele Sachen dann gleichzeitig gemacht habe. Und da habe ich schon begonnen, eigentlich dieses Instrument als Zugang zur Gesellschaft auch zu hinterfragen und mir eigentlich zu denken, es ist auch gestört aufzulisten, welche Etiketten ich mir alle anheften kann, weil ja heute das Absolvieren von Ausbildungen auch nicht mehr, also für jemanden, der die Zugänge hat, ja auch nicht mehr etwas ist, was ihn in besonderer Weise auszeichnet. Also ist natürlich die Frage, wo man da seine eigenen Wertmaßstäbe auch setzen mag. Und ich weiß es nicht, ich glaube, es war schon, ich habe dieses Konstrukt von Arbeit immer schon hinterfragt und ich war nie so gut darin, jetzt Dinge zu tun, die ich einfach nicht so ernst nehmen kann. Und habe erst dann eigentlich viel später als Sozialarbeiterin, als ich dann schon Soziologie studiert habe und so weiter, begonnen zu merken, wie viele Menschen es eigentlich gibt, die diese Zugänge, die ich auch oft verschmäht habe,
eben nicht haben und was es bedeutet, sie nicht zu haben. Also die Zugänge zur Ausbildung, meinst du? Zur Ausbildung, zu Studium, mhm. zur Arbeit, mhm. die einfach eben nicht dieses Papier haben, so eines fertigen Lebenslaufs, mhm. aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich meine damit jetzt auch nicht nur Asylwerber oder marginalisierten Gruppen, sondern eben auch Menschen, die aus ganz verschiedenen Gründen das nicht vorzuweisen haben, mhm. was wir eben auch verlangen, ja. als Eingangsinstrument. Sehr schön. Und das ist nämlich ja auch was, was dein Protagonist in dem neuen Roman, was ihn umtreibt, dieses Nicht-Vorweisen-Können eines, sagen wir mal, lückenlosen, lückenlos aufgelisteten, tabellarischen Lebenslauf. Der Arthur ist irgendwie 22, kommt aus dem Gefängnis und hat eben diese Monate im Gefängnis sind die große Frage. Also das ist quasi eine Spielart dessen, was du gerade beschrieben hast. Mhm. So, das ist auch eine große Frage, die sich in diesem Roman stellt. Ganz genau. Genau. Das, oder vielleicht also eine besonders schwerwiegende Form. Mhm. Dieses ein Gefängnisaufenthalt ist natürlich eine besonders schwerwiegende Form. Genau. Und was mich eben daran ganz besonders interessiert hat, war eben, so eine Figur zu verwenden, die einerseits ja auf einer real existenten Vorlage sozusagen mhm. beruht. Ich hatte ja das große Glück, meine Hauptfigur auch kennenzulernen, durfte ja dann auch anhand dieser Lebensgeschichte auch diesen Roman schreiben, mhm. was schon sehr, sehr wichtig war. Das heißt, ihr habt sozusagen, du hast mit deiner Hauptfigur, wie du das nennst, Gespräche geführt. Ja, ganz genau. Also ich habe mich interessiert für das Thema Gefängnis. Ich habe immer gewusst, ich möchte einen Roman über das Gefängnis mhm. schreiben. Mhm. Keine Ahnung, warum. Mhm. Es war so, ich glaube, dass schon so ein wichtiger Moment war. Es hat einmal ein Kunstprojekt gegeben. Da ist eine Gefängniszelle so aus rosa Styropor nachgebaut worden in mhm. Originalgröße. Hier in der Stadt am Cayetanaplatz. Und man hat sich reinsetzen können in diese Zelle. Und ich habe das gemacht und habe mir das angeschaut, wie halt ganz viele andere auch. Und das war eine sogenannte Viererzelle und die war in unmittelbarer Nähe zur Justizvollzugsanstalt. Mhm. Die war damals noch mhm. mitten in der Altstadt. Und ich habe das dann so völlig absurd erlebt. Mhm. Also ich hatte da so einen Moment, wo mir vollkommen klar geworden ist, wie steinzeitlich man das eigentlich auch empfinden kann, dass man glaubt, dadurch, dass man jetzt ein paar Menschen für lange Zeit da zusammen einsperrt, wird irgendwas besser. Und gleichzeitig ist mir aber natürlich klar, so funktioniert das nicht bei jeder Art von Verbrechen. Mhm. Ich habe halt dann auch begonnen, mich einzulesen und mir war natürlich klar, was ich überhaupt nicht möchte, ist jetzt, ich wollte keine einfache Opfer-Täter-Geschichte schreiben. Mhm. Gleichzeitig wollte ich aber natürlich auch maximal große Rücksicht nehmen auf bestimmte Gruppen von Verbrechensopfern und so weiter. Mhm. Ja, also es war vollkommen klar, das kann eigentlich nur ein Betrüger sein, um den ja. es da geht. Ja. Also um das mal Verbrechen. Zu sprechen. Ja, genau, das Verbrechen ja. sozusagen, das ist Verbrechen, natürlich schon entscheidend. Ja, das kann man ja. nicht mit jeder Art von Verbrechen ja. natürlich auch so mhm. machen, weil es eben manchmal schon auch sehr klar ist. Ja. Und, aber ich meine, das kommt ja da auch gut raus eigentlich in deinem Roman für so eine Betrügerei. Also ohne, dass man das jetzt irgendwie völlig marginalisieren will. Also die Strafe ist eine ganz harte für so ein Eigentumsdelikt. Die Strafe ist in seinem Fall eine ganz harte mhm. gewesen. Eigentlich diese 22 Monate mhm. für einen unbescholtenen Bürger sozusagen. Mhm. Aber in seinem Fall hat es zwei Gründe gegeben, die diese Strafe so hoch werden ließen. Mhm. Und das war eben einerseits, dass er ja eine Auswanderungsgeschichte hat. Mhm. Arthur, die Hauptfigur, und mehrere Jahre mit seiner Familie im Ausland gelebt hat, in Andalusien. Und deswegen erstens der Grund der Fluchtgefahr bestand. Und zweitens, dass eben die Beträge, die er sich so erschwindelt und ergaunert hat durch seine Online-Betrügereien, mhm. dermaßen hoch waren, mhm. Dass eben auch das mhm. die Strafe so lange eigentlich vergleichsweise für, ja, genau. für junge Erwachsene, genau. die sich nichts zu Schulden kommen haben lassen, ausfallen lassen mhm. hat. Und
Und tatsächlich, ja, war es dann bei ihm auch so, also auch das ist sehr stark an die reale Hauptfigur eben angelehnt, sonst könnte ich das alles nicht so genau wissen, dass es eben, er hat zum Beispiel nicht einmal eine Untersuchungshaft auch gehabt, sondern ist direkt quasi ist inhaftiert worden, auch aufgrund dieser Fluchtgefahr. Und ja, das kann man sich dann auch im Buch nachlesen, wie sich das dann angefühlt hat für ihn, als eben sehr jungen, auch sehr gebeutelten Mensch bereits vom Leben. Und das habt ihr also so in Gesprächen, hast du diese reale Geschichte mit ihm nachempfunden so, und auf dem aufbauend dann deinen, hast du nach ihm gesucht? Oder ja. Wie muss er tatsächlich so, also richtig dezidiert? Ja, also ich wusste dann schon, ich möchte eigentlich diesen Text schreiben und das soll auch ein längerer Text werden, weil ich wollte mich einfach weiterentwickeln im Schreiben und ich wusste einfach, das ist das Thema, da kann ich, daraus gibt es was für mich zu schöpfen. Es ist einfach, es spricht mich so sehr an, dass ich auch jahrelang dabei bleiben könnte. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, also ohne diese Hauptfigur, ohne diese Vorlage, die wirklich jetzt mit mir sprechen kann, funktioniert das nicht. Ich war zwar bei Vereinen für Bewährungshilfe, ich habe dort mit Menschen gesprochen, was sehr spannend, sehr aufschlussreich war. Ich war zu Hause bei einer Justizvollzugsbeamten, die mir ganz lange Fragen beantwortet hat und sehr, sehr wichtige Fragen. Weil damals dachte ich noch, es sollte vielleicht ein Buch werden, auch über den Gefängnisalltag, was ich dann wieder komplett verworfen habe. Was es jetzt einfach, überhaupt nicht ist. Was es überhaupt nicht ist. Das ist einfach auch immer unwichtiger geworden mit der Zeit. Ja. Das wirkliche Thema hat sich dann erst so herausentwickelt, also dieses, wie stelle ich mich da, dass ich wieder den Platz in der Gesellschaft finde. Wie komme ich zu dieser Chance eigentlich nach dem Gefängnis, nach dieser Lücke im Lebenslauf? Das ist so, ja. Und wie groß ist eben auch die Verlockung, dann wieder das eigentlich auf einem illegalen Weg zu machen, weil es auf dem legalen eben kaum möglich ist. Also weil man da quasi fast dazu gezwungen wird, also zumindest darüber nachzudenken, wie man so eine Identität anders konstruieren könnte. Weil man dann mit der Wahrheit in seinem Lebenslauf einfach keine Chance hat. Ja. Oder sehr, sehr wenig Chancen hat. Ja. Der Arthur hatte das große Glück, muss man dann eigentlich, könnte man eigentlich fast sagen, dann an jemanden zu geraten, der, ich sage jetzt mal, auch unkonventionelle Wege geht, um ans Ziel zu kommen. Also der Therapeut, Dr. Vogel, genannt Bird, ist ja jemand, der, ich will jetzt gar nicht sagen, es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, weil das würde es eigentlich gar nicht treffen, aber sozusagen ist einer, der Umwege zu gehen bereit ist. Ja, durchaus. Also das würde ich schon auch so sagen. Das, für mich hat das einfach auch großen Spaß gemacht, diese Figur zu schreiben, weil Bird eben einer ist, der irgendwie in der Sozialarbeit so ziemlich genau alles falsch macht, was man falsch machen kann und dabei auch katastrophale Bilanzen vorzuweisen hat und dennoch aber ein gewisses Erfolgsverzeichnis auch hat, was den Kontakt zu seinem Klientel auch betrifft. Und also er versucht unbewusst mehr oder weniger diese Delinquenz oder dieses abweichende Verhalten seiner Jugendlichen eigentlich noch zu unterjochen, indem er immer der noch schwierigere und noch etwas peinlichere Kerl ist. Naja, und eben eigentlich auch sozusagen so dieses Konzept von, es gibt diesen einen Weg von Beruf und Arbeit völlig in Frage stellt. Ja, genau. Also seine eigene Arbeit ist natürlich auch permanent gefährdet und er ist mehr oder weniger auch nur noch aus Mitleid sozusagen bei seiner ehemaligen Studentin angestellt, die das Gefühl hat, sie muss ihn irgendwie retten aus seiner Lebensmisere. Er hat ja auch immer wieder eben zu tun mit seiner Alkoholsucht und kommt auch durchaus häufiger in Gelegenheiten, wo man einfach auch draufkommt, er kann eigentlich den regulären Parametern seiner Arbeit nicht nachkommen. Also er macht weder irgendeine Art von Dokumentation oder er interessiert sich überhaupt nicht für irgendwelche Durchführungsstandards oder eigentlich alles, was in diesem soziologischen, therapeutischen Kontext notwendig wäre, den wichtig,
Fortschritte den, messbar machen. Genau, das macht er eigentlich aus Prinzip nicht. Mhm. Und da ist ihm eben diese Studentin, die er konsequent Betty nennt, zur Seite, die eigentlich dann wirklich den Plan hat, zum Glück. Und auch diese Studie, an der Arthur ja zwangsweise teilnimmt mit dieser Therapie, auch gleichzeitig eben auch durchführt. Ja. Die so ein bisschen das Korrektiv ist auch, das noch in der Bahn hält. Genau. In irgendeiner Art und Weise. Genau. Also für den Bird gibt es sozusagen, wenn ich jetzt raten würde, würde ich sagen, da gibt es nicht so eine klassische, reale Figur, an der du dich entlang geschrieben hast, sondern das sind vielleicht verschiedene Arbeitserfahrungen auch, die da hinein spielen. Genau. Ich würde sagen, er ist eher so eine Essenz aus allem, was einem so unterkommt. Ja, sehr schön, genau. So das hätte ich jetzt auch fast geraten, dass das nicht, dass keinen Bird gibt im eigentlichen Sinn. Im Gegensatz eben zu Grabner, der Leiter der WG, der auch vorkommt in dem Roman und eigentlich auch eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt. Also Grabner hat schon. Auch nicht für das Arbeiten sozusagen von Arthur. Also der ist ja auch der ihn sozusagen wieder zurück in so eine Joblaufbahn führen soll. Mhm. Genau. Mhm. Was auch seine Aufgabe ja auch ist in dieser WG, ja, und vor allem ihn halt zusammenzuhalten, ihm einen geregelten Tagesablauf beizubringen wieder. Und also die reale Begegnung mit dem Mann, den ich Grabner nenne im Roman, die war eigentlich sehr, sehr spannend. Er hat mir ermöglicht, dass ich meine Hauptfigur kennenlerne und ich habe ihn angerufen. Er ist der Leiter einer WG für Haftentlassene in einer deutschen Stadt. Und ich habe ihn angerufen, mit meinem Anliegen konfrontiert und dann war er erstmal sehr unwirsch und wenig lustvoll und er hat gesagt, ja, ich soll ihn an diesem und jenem Tag um diese und jene Uhrzeit nochmal anrufen und dann sprechen wir darüber. Also unwirsch, glaubst du eben, dass man dieses Ansinnen hat, sozusagen, dass hier darüber, du hast ihm ja wahrscheinlich gesagt, du willst, ich möchte gern was schreiben, genau. Ja, und da hat er natürlich geschnauft und gesagt, er hat jetzt gerade ein Fernsehteam da, die machen gerade eine Doku über seine Jugendlichen und man hat ihm halt auch das angemerkt, wie wenig er darauf jetzt Lust hat, dass irgendeine kommt und irgendwas schreiben möchte über seine Jugendlichen, ja. Genau, und ich habe mir dann das Datum notiert und die Uhrzeit und habe ihn genau zu dieser Uhrzeit angerufen. Und da habe ich dann gemerkt, jetzt hat sich etwas verändert in seinem Verhalten. Und er hat mir dann auch erklärt, das ist seine Art und Weise, einfach Interessenten abzuwimmeln. Erst einmal unwirsch und dann schauen, ob sie wirklich nochmal anrufen zum vereinbarten Zeitpunkt. So war das, ja. Also es scheint doch auch aus seiner Arbeit, ist der Umgang mit Menschen durchaus erkennbar. Genau, es war eigentlich so die erste Lektion, durch die ich durch musste. Und dann hat er mich nochmal so anrennen lassen und hat dann auch mir dann noch einen zweiten Termin gegeben. Und den habe ich wieder eingehalten, ganz brav. Und dann habe ich seinen Respekt auch gehabt. Und dann hat er gesagt, okay, passt, dann komm vorbei. Und er hat mir einen ganzen Tag Interviews eingeräumt mit seinen Jugendlichen. Hat sich am Vormittag für mich Zeit genommen, um mit mir spazieren zu gehen. Und wie war das für die Jugendlichen? Also es war so, er hat die ausgesucht, weil er halt schon zu mir meinte, er kann nicht, also jeder schafft das auch nicht. Es gibt halt auch viele Geschichten, die sehr belastend sind und die Jugendlichen schaffen das nicht alle, so drüber zu sprechen und sich so einer Situation zu stellen. Ja, natürlich. Aber er hat mir 5 oder 6 Jugendliche, ausschließlich Männer in dem Fall, vermittelt sozusagen. Und ich konnte mit denen sprechen, jeweils im Einzelsetting. Und es war eigentlich ein sehr heftiger Tag, insofern auch, als es natürlich diese ganz deprimierenden, ganz, ganz schwierigen Geschichten dann gab, mit denen ich auch gerechnet hatte, wo ich aber gemerkt habe, ja, das ist alles ganz, ganz schlimm, aber ich kann mir daraus nichts holen. Ja, das war nicht das, worüber ich schreiben wollte. Und das war auch für mich dann zu eindimensional bei aller Tragik. Zu glatte Geschichten. Genau, Und dann ist eben meine Hauptfigur gekommen. Und da habe ich dann eigentlich sofort gemerkt, als er begonnen hat zu sprechen,
er kann sich ganz anders ausdrücken wie seine Vorredner. Er interessiert sich ganz anders für diese Interviewsituation. Er verfügt über eine ganz andere soziale Kompetenz. Also eigentlich alles das, was mir Grabner vorher schon gesagt hat, was auch so einen, wenn man das denn klassifizieren könnte, so einen Betrüger auch ausmachen würde. Der hat mir eigentlich gleich gesagt, bei dem, was du möchtest, da musst du dir einen Betrüger suchen. Weil also wenn du jemand, der so strategisch dann auch denkt und plant und eben auch über diese Kompetenz auch verfügt zu sprechen. Ja, genau, so reflektiert ist eigentlich interessant. Also er war da einfach eine sehr herausragende Figur auch innerhalb dieser WG. War dieses, also diese, finde ich jetzt interessant, dass du das auch so betonst, kann man gut nachvollziehen, dass er auch darüber reden konnte. Es gibt ja im Roman Passagen, die sich Schwarz sprechen nennen, wo der Arthur eigentlich sozusagen selber seine Geschichte erzählt. Also in Ich-Form und ohne Therapeut, eigentlich sozusagen nur in ein Mikrofon hinein. Das scheint mir dann auch sehr direkt eigentlich inspiriert durch jemanden, der das tatsächlich kann. Ja, ja, genau. Das war auch mehr oder weniger direkt inspiriert, auch durch unsere Begegnung natürlich. Aha. Und ich habe mir natürlich diese Therapieformen oder Therapie, in Wirklichkeit sind das ja keine Therapien, sondern eher Bewältigungsübungen sozialarbeiterischer Art, alltägliches Training sozusagen, würde man eher sagen. Ja, ja. Aber im Roman wird es Therapie genannt. Mhm. Ja. Und das war einfach naheliegend, dass Betty und Bird ihre Jugendlichen bitten, sozusagen einfach auf Band zu sprechen, gewisse Fragen zu bearbeiten, die sie auf Band sprechen. Immer aber auch mit diesem Durchscheinen auch für den Leser, dass eigentlich klar ist, dass Bird jemand ist, der sich diese Bänder niemals anhört. Mhm. Ja. Aber der Arthur natürlich in diesen Bändern die Gelegenheit kriegt, sich ein bisschen selber darzustellen, ohne Einfluss von anderen, ohne Einfluss von Grabner oder den Therapeuten und so. Das ist eine Möglichkeit, sich ganz selber darzustellen. Genau, sozusagen. Eigentlich. Und die Selbstdarstellung erhält ja dann einen sehr wesentlichen Wert auch innerhalb dieser sogenannten Therapie. Ja, wo Arthur ja üben soll, sich selbst darzustellen, sich zu produzieren als eine Art überlebensfähige Figur in der Gesellschaft. Ja. Also das ist ja auch das Therapieprogramm, das Bird eben entwickelt mit Betty gemeinsam, dass sie eben weggehen möchten von diesem immer sich nach innen wenden und dort nach seinen Fehlern suchen und nach den Gründen für seine Straftat, sondern sie wollen unter der Prämisse, dass das eben alles nichts bringt und bisher auch nichts gebracht hat, möchten sie eine neue Therapieform entwickeln und erfinden, die sich eben hauptsächlich mit der Außenwirkung der Person beschäftigt. Ja, also sozusagen ein großes Zitat auf diese Social Media Existenz. Auf eigentlich. Das, damit, dass wir eigentlich alle oder viele von uns damit beschäftigt sind, sozusagen ein zweites Ich zu schaffen. Genau. Das glänzt. Und möglichst überlebensfähig und ist gegen äußere Einflüsse eben und Und sehr spannend, dass man daraus dieses, du nennst das im Buch das Starring-Prinzip, also quasi mach einen Star aus dir und stell ihn dir zur Seite. Oder eine Hauptfigur eben, das Wort, was ich ja so wichtig finde eigentlich für den Text. In mehrfacher Hinsicht in vielfacher Hinsicht, genau. Also insofern, einerseits ist es natürlich der Inhalt dieser Therapie, andererseits ist es auch in Wirklichkeit so gewesen, dass die Hauptfigur des Textes sich über die Jahre eben immer mehr identifiziert hat mit der Figur Arthur. Und einer der schönen Momente war wirklich für mich, als er mich dann irgendwann gefragt hat in einer E-Mail, wie denn jetzt das Buch eigentlich ausgeht, wie es denn enden soll. Also, weil sich sozusagen in eurer Zusammenarbeit eigentlich ein bisschen auch die Arbeit im Roman
vollführt. Genau. Könnte man das fast so sagen? Ja, das kann man schon so sagen. Da ist mehrmals etwas verschwommen miteinander, auch was diese Hauptfiguren-Adaptionen betroffen hat. Also es war schon eigentlich sehr spannend. Ich hätte mir manchmal gewünscht, man könnte das literarisch übertragen, aber da hast du mich zum Glück auch gebremst, als es soweit war und hast gesagt, so, da musst du jetzt nochmal einen Schritt zurück. Das geht einfach dann auch zu weit. Und genau. Aber es ist schon spannend. Also die ist ein, so ein spannender Moment, dass eigentlich irgendwann sich die Rollen fast umdrehen. Dass sozusagen deine Hauptfigur zum Vorbild der anderen Hauptfigur wird. Sehr, sehr spannend. Was Literatur alles leisten kann, was mich selber überrascht eigentlich. Ja, genau. Also was ich schon tatsächlich gemerkt habe, ist, dass für ihn, also für den wirklichen Mensch, das immer wichtiger geworden ist, wie es dieser Hauptfigur jetzt letztlich ergeht. Obwohl er von Anfang an ein ganz bemerkenswertes Verständnis dafür gehabt hat, für die, ich sage jetzt mal, Literarisierung seiner eigenen Lebensgeschichte. Ja, das ist auch nicht so einfach. Nein, gar nicht. Und er hat auch Arthur, diese Figur, also der ich auch ganz bewusst dann Eigenschaften gegeben habe oder ein Aussehen oder einen Namen, die sich ganz von ihm unterscheiden. Ja, das hat, glaube ich, vieles leichter gemacht. Hat es vieles einfacher gemacht, ja. Ja, sehr gut. So konnten wir über diese Figur auch viel besser sprechen. Und es war von Anfang an immer abgesprochen, welche Bereiche aus seinem Lebenslauf, und das waren ja wirklich sehr, sehr viele, darf ich eben so verwenden, wie er sie mir auch erzählt hat. Und welche müssen so verändert werden, dass wir eben gut drüber sprechen können, dass ich gut drüber schreiben kann und er auch okay damit ist, dass es jetzt so da drin steht. Und als ich dann gemerkt habe, er nimmt jetzt Anteil am sogenannten Ende, das war für mich ein sehr schöner Moment. Und der Schluss war nicht geschrieben, das letzte Drittel war eigentlich nicht geschrieben. Und ich glaube, es hat ihn schon gefreut, dass ich ihm dann eben geschrieben habe, ja, wie soll es eigentlich ausgehen? Wie geht's eigentlich aus? Und wir waren uns dann sehr schnell klar darüber, dass ich das nicht ohne seine Zusprache auch mache und ohne seine Meinung. Und wir waren uns auch über den Inhalt eigentlich, obwohl wir den jetzt nicht im Detail natürlich abgesprochen haben, so kann man sich das jetzt gar nicht vorstellen, sondern es war eher ein kürzeres Abhandeln von ganz wichtigen Punkten, die wir nicht wollen. Und wir wollten beide auch einen, also keinen einfach offenen Schluss. Das war mir ja auch ganz wichtig. Ja, und da hat er dann auch so gemeint, das fand er eigentlich immer schon doof beim Lesen. Das möchte er auch jetzt nicht von sich. Also eigentlich spannend. Und das eben unter den Vorzeichen, dass es ja, wenn man das jetzt alles sehr ernst nimmt und sehr genau nimmt, dass es ja eben natürlich kein Ende geben kann. Das kann es nicht, das kann es auch für ihn nicht. Ja. Es wird nie dieses Ende geben, er wird es nie wissen, ob er wirklich schafft, dieses Leben jetzt so zu meistern, wie er es im Moment macht. Und da haben wir, finde ich zumindest, einen Weg gefunden, der mich selber letztlich zufrieden schon gemacht hat, ja, und den eben er in Ordnung findet. Sehr gut, mich auch. Und jetzt haben wir auch ganz sicher so neugierig gemacht auf den Schluss. Erzählen tun wir das jetzt natürlich nicht. Nein. Aber das haben wir jetzt auf alle Fälle. Lass mich dich vielleicht zum Abschluss noch was fragen. Zurückgehend zum Beginn unseres Gespräches. Würdest du denn jetzt sagen, ich bin Schriftstellerin? Ja. Als Identität? Ja, das sage ich schon länger. Ich habe es zwar dann lange üben müssen auch, also mich ganz lange immer dabei komisch gefühlt, ist aber trotzdem gesagt und mittlerweile fühle ich mich jetzt nicht mehr so komisch dabei, also eigentlich gar nicht mehr. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Es gibt sogar Settings, da verschweige ich, dass ich noch einen anderen Beruf auch habe oder andere. Oder sogar andere, ja. Genau, wie wir jetzt eigentlich wissen. Sehr gut, danke Birgit, ich danke dir für das Gespräch. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.